dahin. Ich trage erstmal hier alles zusammen, was ich überhaupt noch mitnehmen könnte, rein theoretisch. Weil ich habe hier schon wieder Haufen Zeug, was liegen bleiben wird. Habe ich hier noch irgendjemanden? Den habe ich zum Beispiel noch nie getreten. Oh, und das ist der eine Arm von dem Vieh, was uns da oben beglücken wollte. Also beglücken im Sinne von töten. Nie von, ne? Und so. Aber ist auf jeden Fall cool gemacht. Mit diesen ganzen Zwischenszenen. Man rutscht hier halt mal kurz da durch. Ich meine, klar, da hätte man jetzt auch feuern können wie ein Bekloppter, aber das hätte wahrscheinlich nichts gebracht. Und siehe da, ein Energieknoten. Na, das ist schon gut, dass wir hier überall nachgucken. Ja. Dann. Plasma-Energie und hier haben wir Dotteln und Dotteln. Ich gehe mal von aus, also ich hoffe mal, Mann, ist das hier finster, dass jetzt hier bald mal abgesehen von einem Speicherpunkt, Credits, dass hier auch jetzt bald mal ein Shop, Aufgabe, Speicherpunkt, Mensch, alles da oben. Ich hoffe, wir können hier wieder zurück, weil hier liegt zu viel Zeug. Was wir hier alles zurücklassen müssen. Wir können aber auch nicht. Ich meine, was. Das ist. Nee, wir können ja bestimmt gleich nochmal runtergehen, oder? Speicher. Wir speichern hier erstmal. So, dann Kapitel 1 und 2. Das ging ja aber ziemlich flux, wa? Was immer es war, es ist weggerannt. Nur so als Tipp. Egal, wo du hingerannt bist, es bleibt dort. Vorausgesetzt, ich sehe dich dort dann hier auf meinem Weg, aber ansonsten... Naja, kommt bestimmt gleich wieder irgendwas um die Ecke, gell? Oh, da hoch! Leck mich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Scheibenkleist, ja. Oh, ist die hässlich. Ach Gott, dass ich mal nachgeguckt habe. Ich habe nämlich keine Munition mehr. Stase ist weg. Ich hier schon eingetreten? Ja, hab ich. Was ist denn das hier? Mehr so... Kinder-Einkaufs-Shopping-Passage oder was? Also hinten ist ein Shop. Ja, es hilft gegen mehrere. Aha. Kinder! Böse Kinder! Pfui Kinder! Eieiei! Oh, Stross! Isaac, leben Sie noch? Ja! Ich glaube, die verfolgen unsere Signale. Kommen Ihre Erinnerungen wieder? Meine kommen zurück. Die Guten. Und die Schlechten. Je mehr ich mich erinnere, desto mehr Schmerzen. Immer wieder sehe ich die Symbole. Sehen Sie sie auch, Isaac?
Odin. Immer wieder sehe ich sein Gesicht. Wen? Oh Scheiße, sie haben mich gefunden. Sehr seltsamer Typ, der Nolan Strauss. Tatsache, dass ich den anheben kann, finde ich seltsam. So, jetzt haben wir also auch Necromorph-Kinders hier mit dazu. Babys hatten wir ja vorher schon, diese Wandkrabbler, diese widerlichen. Boah, ist das hier alles. Aber jetzt haben wir ja auch noch, und die treten dann auch gleich immer im Rudel auf. Das passt mir ja spitzenmäßig, haben wir ja gerade gesehen. Aber so wie ich das mitbekommen habe, hier, das sind diese kleinen... Oh, hier. Hübsch ist aber auch anders. So ein Kind kann nur eine Mutter lieben. Boah. Hopp. So, aber wir wollten erstmal hier zum Shop, um Sachen zu verkaufen. Und dann müssen wir nochmal... Ja, dann, ja. Heruntergeladen Schema fürs Stase-Pack. Inventar. Den Halbleiter. Den müssen wir so, ja, ganz sicher verkaufen wir den. So, das hier wird bewegt und kommt weg. Und ich brauche einen neuen Anzug. Also jetzt mal ernsthaft. So, bewegen. Das mache ich jetzt deswegen, weil ich A. Lagen hier nie noch welche, die ich aufheben konnte? Kleinen fiesen Kinder mit ihren kleinen fiesen Krallen. Wir gehen jetzt nochmal zurück und holen auf jeden Fall nochmal das Schema. Vorsichtshalber, vielleicht brauche ich die Waffe ja. Na, wohl, nee, ach man. Warum sollte man das liegen lassen, ne? Wenn es da ist. Wenn wir es schon mal gefunden haben. Wer weiß. Außerdem lag hier unten dann auch noch Munition und Gesundheit. Das. So. Und weiter geht's. Hopp und hopp. Und hopp. Und hopp. So, ja, das hat ja jetzt nicht so viel Zeit in Anspruch genommen. Jetzt tun wir das Schema noch verkaufen. Also wieder rein. Und dann haben wir 3 Gesundheit mit. 4 freie Slots dann noch. Ja, ich... Na, verdammt. Ich denke, das sollte reichen. Bis jetzt läuft es ja eigentlich ganz gut. Schema fürs Impulsgewehr. Ja, genau. So, das könnten wir uns jetzt kaufen, aber das habe ich schon... Eine Granate aufs Ziel, Heilung, vollautomatische Salve, Energiepakete. Ja. Aber hier, gerade bei dem Let's Play, wo ich es gesehen habe, also da hat man beim Zuschauen zumindest gesehen, dass da auch öfters mal gerade die gepanzerten, also die gepanzerten Viecher, jetzt habe ich gerade vergessen, wie die heißen, das sind keine Splicer, das ist das andere Spiel, sondern die Necromorphs. Da gibt es welche, die auch so, ja, von irgendwelchen Soldaten oder sowas haben wir auch schon welche gesehen und da prallen die Schüsse auch einfach mal ab. Ja, also da sieht man dann die Schüsse fliegen und die gehen dann rechts, links vorbei und haben null Wirkung im Ziel und das ist irgendwie, ja, auch nicht so dolle. Wenn man dann eine Waffe hat, mit der man zwar lustig rumballern kann, aber, das hängt an der Decke. Es war vielleicht ein bisschen übertrieben, weil da sind jetzt gleich mal 5... Moment mal, hängt das an der... Und wahrscheinlich hängt es auch noch so. Den ich im Krankenhaus schon gesehen habe, kontaktiert mich ständig. Nolan Strauss. Er war Patient im gleichen Projekt wie Sie. Ja? Warum war er dort? Was will er? Er ist ein Psychopath, Isaac. Halten Sie sich von ihm fern. Er hat seine Frau und sein Kind getötet. Ich bin vorsichtig. Ich. Das ist nie wirklich wahr, oder? Jetzt hat dieses Scheißkind. Komm ich da runter? Eine Platine gedroppt. Wahrscheinlich muss ich das auch gar nicht töten.
Das rennt da einfach nur weg und wenn ich nicht schnell genug bin. Und jetzt habe ich es abgeknallt und dort unten, ich komme nie hin. Ach, ich bin bedient. Scheiße. Da macht man ja mal was richtig. Oh, hier ist ein Disco. Textlog. Steht hier was Interessantes da. Die Serie der... Geschichte der Raumfahrt. Nö. Tut mir leid. Also das lese ich nicht. Ich kann da... Ja, nee. Wenn das unbedingt gewollt ist, kann ich die ja dann nochmal aufmachen, sodass man die sich auf YouTube durchlesen kann. Aber jetzt so... Da dort unten auch ein Medipack liegt, bin ich eigentlich jetzt guter Dinge, dass wir da auch noch runterkommen, weil ich komme ja mit meiner Stase offensichtlich nie hin. Ist mir egal, was da in der Disco passiert. Juppaydi, ja. Doch, da kommen wir bestimmt noch nach unten. Gemäß des Bürgerrechts verhänge ich hiermit ab sofort das Fluss. Na? Hopp, Knaller, los, hopp! Na, den kann ich nicht mehr. Egal, da ist ja schon was aus dem rausgefallen, wenn ich das richtig sehe. Das ist keine Übung. Ja. So, wir gucken hier jetzt nur noch mal in die letzten Ecken und Wickel. Ein stationsweiter Notfall ist eingetreten. Das ist eigentlich auch ein ganz cooles Figürchen. So. Und jetzt sagt mir bitte jemand. Das ist schon wieder ein Textlog. Tap. Waldmanns Fußstapfen, eine Publikation für Anhänger von Michael Wilton. Wir, die Kinder des Markers, sind die repressiven und gebundenen Irv-Goff-Angriffe auf unser Recht auf Religionsfreiheit endgültig leid. Ja, das ist einfach nur unsere Wahrheit. Aber, ja, das ist ja einfach nur von Unitology Propaganda. Das braucht keiner. Am wenigsten wir haben damit echt nichts am Hut. Also, so grundsätzlich. Klar müssen wir den Mist ausbaden, den die verzapft haben, aber mit deren Glaubens... Gedöns brauchen wir uns, glaube ich, nicht rum. Nein! Ja, das gab einen kurzen. Jetzt habe ich nochmal anfangen. So. Hopp. Und die letzte Stufe. So. Na, der ist auf dem Weg nach unten, soll halt. Nein, komm, mach auf. Mach auf. Hallo. So, und eine Etage tiefer, bitte. Wenn es denn möglich Dana, war. Und zwar eine. Ich dachte, Sie bringen mich zum Wohnbezirk. Das hier sieht aber nach einem Unitology-Rekrutierungszentrum aus. Bin ich hier richtig? Ja, es gibt einen alten Wartungszugang, der Sie durch das Abfallsystem zu den Cassini Towers bringen wird. Seien Sie aber vorsichtig. Ah ja? Nee, das sieht... Moment, bevor ich jetzt zu... Textlog. Church of Unitology, bla. Von denen, die haben mir den ganzen Mist hier eingebrochen. Nee, das ist... Hahaha, juhu. Verschlossen. Schön, jetzt können wir das ganze Zeug dort oben einfach mal... liegen lassen. So ein Dreck. Was ist denn das? Oh, ah! So. Ich frage mich, ob man das auch anders lösen kann, quasi, dass die... jetzt muss ich auch noch schnell sein, weil die Viecher sonst weg. Das ist ja Blödsinn. Also quasi, ob man... Wenn man die jetzt... nie direkt davon zerstört hätte, ob man dann noch gegen die hätte kämpfen müssen, so in Einzelnen.
Das wäre natürlich auch jetzt interessant noch gewesen. Oder ob das hier Pflicht ist, dass das Ding da zerknallen.